Bilder einer Großstadt, die es gerade mal 100 Jahre gibt. Bilder einer Großstadt, in der Menschen aus 120 Ländern leben. Bilder einer Großstadt, die die erste hebräische Stadt der Geschichte ist. Der wandernde Jude ist angekommen in seiner eigenen Stadt, in Tel Aviv. Vor 100 Jahren hat er sich seine Stadt gebaut. Vor 100 Jahren gab es hier nichts als Sanddünen. Hier wurde Tel Aviv geboren. Wenn man am Strand von Tel Aviv sitzt und nach Süden blickt, sieht man die Mauern der fast 4000 Jahre alten Hafenstadt Jaffa. Hier nahm die Geschichte von Tel Aviv ihren Anfang. Ende des 19. Jahrhunderts flohen tausende russischer Juden vor den zaristischen Pogromen. Manche suchten ein neues Zuhause im biblischen Land ihrer Vorväter und fanden eine erste Bleibe in der arabischen Hafenstadt Jaffa, wo es eine kleine jüdische Gemeinde mit orientalischen Juden gab, die sie willkommen hießen. Jaffa ist bis heute eine überwiegend arabische Stadt geblieben, obwohl sie längst Teil von Tel Aviv ist. Die Moscheen und der Hijab, das traditionelle Kopftuch muslimischer Frauen, prägen das Straßenbild. Dort, wo die ersten jüdischen Einwanderer einst gelebt haben, erinnert nichts mehr an sie. Kein Denkmal, kein Schild, nichts. Doch damals entwickelte sich das arabische Jaffa schnell zu einem jüdischen Zentrum. Bereits 1903 lebten fast 5000 Juden in der Stadt. Die Unterkünfte waren ärmlich, die sanitären Anlagen katastrophal, die Mieten horrend. Was lag also näher, als sich eine eigene Stadt zu bauen? Am 11. April 1909 versammelten sich deshalb 66 Familien in den Sanddünen vor Jaffa und gründeten Tel Aviv, den Frühlingshügel, wie sie die Stadt ein Jahr später nannten. Mit Elan gingen diese Juden ans Werk. Sie waren überzeugte Zionisten und beschlossen, die erste hebräische Stadt zu bauen, mit einer professionellen Bauplanung, mit ordentlichen Straßen, einer funktionierenden Wasser- und Stromversorgung, mit Park- und Gartenanlagen und einem umfassenden Gesundheitsdienst. Dass nur 100 Jahre später Tel Aviv sich zu einer der modernsten Städte der Welt entwickeln würde, das konnten die Gründerväter nicht voraussehen. Ja, mehr noch, das hatten sie überhaupt nicht gewollt. Now, these Jews who came to founded. Nun, diese Juden, die Tel Aviv gründeten, hatten nur ein kleines kulturelles Zentrum im Blick. Wir brauchen nicht viele Menschen, wir brauchen keine große Stadt, sagten sie. Wir möchten nichts als einen kleinen, bürgerlichen, ruhigen Vorort mit netten Villen. Nice suburb of villas. Und den schufen sie sich, mit dem prächtigen Rothschild-Boulevard als Blickfang. Ein kleines Stück Europa, mitten in der Levante. Man dachte an alles. Sogar an einen Kiosk mit Erfrischungsgetränken auf dem Rothschild-Boulevard. Den gibt es noch heute. Die Herzlstraße, benannt nach dem Gründer des Zionismus Theodor Herzl. Heute eine ziemlich heruntergekommene Geschäftsmeile, war sie einst die Hauptstraße des jungen Tel Aviv. Und dort, wo man 1965 den allerersten Wolkenkratzer Tel Avivs baute, stand damals das Herzliya-Gymnasium, eine ideologische Institution des frühen Zionismus, das Ausbildungszentrum einer neuen Gesellschaft. Das Gymnasium war unser Eton, eine Schule, die unsere Elite hervorbrachte.
In der jüdischen Tradition gab es immer nur kulturelle Eliten. Die Zionisten machten daraus etwas Neues. Vor allem aber die Ausbildung erfolgte auf Hebräisch. Strong decision to do it in Hebrew. Das ist vielleicht die größte Leistung des Zionismus, die Wiederbelebung der biblischen Sprache, die nur noch für das Gebet und ganz selten für die Literatur verwendet wurde. Nach 2000 Jahren begannen Juden wieder Hebräisch zu sprechen, entwickelten diese Sprache neu. Die Zionisten lehnten Jiddisch als nationale Sprache ab. Es war für sie die Sprache des Ghettos. Sie aber wollten den neuen Juden schaffen, fern von der Religion, fern von der Unterdrückung. Einen Muskeljuden also. Und so wurden die Schüler im Herzliya-Gymnasium auch körperlich ertüchtigt. Die Beziehung zwischen den Generationen, an einem Ort, der unglaublich dynamisch war, und das Verhältnis zwischen dem alten Juden und dem modernen Juden, dieser Unterschied war immens. Es gab keine Möglichkeit, einen neuen Juden zu schaffen, ohne gleichzeitig das Modell des frommen Diaspora-Juden zu verwerfen. Und das bedeutete, seinen Vater abzulehnen. That was very painful, because it's rejecting your father's. Tel Aviv war der Ort, um diesen Traditionsbruch zu vollbringen. Anders als das jahrtausendealte Jerusalem hatte Tel Aviv keine Geschichte, keine Wurzeln. Der Zionismus als Antwort auf den europäischen Antisemitismus fand im frühen 20. Jahrhundert schon bald immer mehr Anhänger. Allein zwischen 1924 und 1928 strömten über 72.000 Juden nach Palästina, um eine jüdische Heimstätte aufzubauen. Und vor allem junge Einwanderer suchten ihr Glück in Tel Aviv. Mit der neuen Einwanderungswelle kam der finanzielle Wohlstand nach Tel Aviv, das ja damals noch Teil des britischen Mandatsgebiets war. Die Stadt wuchs immer schneller und schneller. Die Briten schätzten die neue Stadt, die allmählich ein ganz eigenes, ganz spezielles Gesicht dank der neu eingewanderten Architekten aus Deutschland bekam. Wie hier am Diesenkopfplatz machte sich der Bauhausstil breit. Ein völlig neues architektonisches Konzept, das damals in Weimar und Dessau entwickelt wurde. Ein Stil ohne Geschichte, ohne Tradition, das passte zu Tel Aviv, das passte zum neuen Juden. Always the principles of the house, the aesthetic principles, simplicity, functionality. Das Prinzip des Bauhausstils hieß Einfachheit und Funktionalität. Diese Prinzipien hatten im frühen Zionismus stets einen politischen Unterton. Die sozialistische Arbeiterbewegung, die damals die politische Führung innehatte, übernahm den Bauhausstil als ihre ideologische Form, um das Land aufzubauen. Sie gab den Architekten freie Hand. Einer der Gründe vielleicht, warum Juden den Bauhausstil so liebten, war das alttestamentarische Bilderverbot. Du sollst dir kein Bildnis machen. In Tel Aviv entwickelte der Bauhausstil die wunderschönen Balkone. In Europa war das ja wegen des Klimas nicht möglich. . 1934, also gerade mal 25 Jahre nach der Gründung Tel Avivs, lebten bereits 86.000 Menschen in der jungen Mittelmeerstadt. Die Neueinwanderer brachten ihre Kulturen mit, die sie nun in der neuen Sprache Hebräisch zu einer gemeinsamen Kultur formten, die sich als bewusster Gegensatz zur jüdischen Tradition verstand. Bis heute war und ist Tel Aviv das geistige Zentrum Israels. Das Zentrum einer Kultur, die versucht, das Lebensgefühl einer Gesellschaft, die sich selbst neu erfinden musste, darzustellen. Ein in der Menschheitsgeschichte einmaliges Ereignis. Culture is identity. Jews had nothing
Kultur ist Identität. Juden hatten ja nie etwas anderes als eine spirituelle Identität. Keine Könige, keine Armee, kein eigenes Land, nichts. Nur Kultur. Und das hieß früher religiöse Kultur. Säkulare jüdische Kultur, hebräische Kultur, ist also der Platz, wo der moderne Jude betet. Sein Vater betete in der Synagoge. Er betet in der Habima. Die Geschichte des Habima-Theaters ist symptomatisch für die Entwicklung der gesamten israelischen Kulturszene. 1917 wurde es in der Diaspora, in Moskau, gegründet. 1931 zog das gesamte Ensemble dann nach Tel Aviv um. Und 1958 wurde es schließlich zum israelischen Nationaltheater erklärt. Die Tel Aviver lieben Kultur. Zahlenmäßig besuchen mehr Menschen Kulturveranstaltungen als Fußballspiele. Das ist in keinem anderen Land der Welt so. Und auch die heutige Jugend setzt diese Tradition fort. Natürlich auch in Rockkonzerten wie diesem, wo sie sich für Ivri Lieder begeistert, einen der erfolgreichsten Sänger Israels. I'm a very Tel Aviv writer. Ich bin ein typischer Tel Aviver Songschreiber. Alles, was ich schreibe, ist von der unglaublichen Energie der Jugend hier geprägt. Wie Tel Aviv sich zur westlichen Welt verhält, wie die Stadt sich selbst sieht, ihre eigenen Probleme, ihre Schönheit. Also ich bin ein aschkenasischer Jude, das heißt meine Eltern sind aus Europa. In meiner Band sind Musiker, deren Eltern aus dem Irak, aus Ägypten oder dem Jemen stammen. Wir nehmen all diese Einflüsse, mischen sie zusammen und so entstehen daraus interessante Ergebnisse. Der Orient, der ist tief in uns verankert. Bei uns Musikern ist der Orient im Gehör, in unseren Händen, wenn wir spielen. Er ist einfach da. Das macht uns israelische Musiker mit diesem Mix manchmal so einzigartig. Nach dem Konzert wieder auf dem Rothschild Boulevard. Ivri Lieder geht gemeinsam mit dem bekannten Autor Gal Uchowski in die Kantina, ein Tel Aviver Innenlokal. Ivri ist homosexuell. Vor ein paar Jahren hatte er sein Coming Out und niemanden in Tel Aviv regte das sonderlich auf. Schwul sein in Tel Aviv, das ist ganz selbstverständlich. Deswegen machte Ivri sein Schwulsein auch öffentlich, um kein Doppelleben zu führen und um auch zu zeigen, wie liberal Tel Aviv ist. Ich wollte als eine bekannte Person hier zeigen, dass das möglich ist und auch anderen damit helfen, damit sie sagen können, wenn der auch schwul ist, dann ist das okay. Auch für die Familien ist das wichtig. Ich empfand dieses Coming Out wie ein Privileg. Schwule in Tel Aviv werden wirklich akzeptiert. Anders als in Europa, wo Schwule wie im Glaskasten gehalten werden. Sie dürfen das eine sagen, aber das andere nicht tun. Hier gibt es keine Grenzen. Tel Aviv ist Europa da einen großen Schritt voraus. Tel Aviv ist der Himmel für Schwule. Das haben Schwule aus der ganzen Welt längst entdeckt. Und so kommen auch viele aus dem Ausland hierher, wenn die jährliche Gay Parade durch die Straßen von Tel Aviv zieht.
Natürlich ist diese bunte Truppe den Rabbinern des Landes ein Dorn im Auge. Aber wen interessiert das schon in Tel Aviv, was die Frommen sagen und denken? Die leben ja in einem anderen Land. In Tel Aviv bekennen sich übrigens rund 30% der Bewohner zu ihrer Homosexualität. Das ist mehr als in jeder anderen Stadt der Welt. Deutschland in den 30er Jahren. Der Anfang vom Ende einer Epoche. Der Anfang der Judenverfolgung in Europa. 500.000 Juden lebten in Deutschland. Und diejenigen, die die Zeichen der Zeit schon früh verstanden, verließen ihre Heimat so schnell wie möglich. Etwa 20.000 flüchteten sich nach Palästina und versuchten im Nahen Osten, der so ganz und gar anders war als Berlin, Frankfurt oder München, eine neue Existenz aufzubauen. Viele Jekes, wie sie in Israel genannt wurden, weil sie auch noch in der größten Hitze aus Etikette ihre Jacken anbehielten, viele Jekes siedelten sich in Tel Aviv in der Ben-Jehuda-Straße an. Die Jekes brachten nicht nur Pünktlichkeit, Ordnung, Sauberkeit und ihren Stil mit in den Orient, sondern German culture, European culture. Sie brachten auch europäische, deutsche Kultur mit. Ihre Musik, ihr Theater, ihre Literatur. A lot of literature. 1936 etwa wurde das Israel Philharmonic Orchestra gegründet. Die Musiker des Orchesters, bald eines der besten der Welt, waren damals überwiegend deutsche und österreichische Juden. Auf den Proben hörte man damals neben Hebräisch gern und viel Deutsch. The German Jew was not a Shtetl Jew. Der deutsche Jude war kein Shtetl-Jude. Das urbane Leben, das war das Leben, das er gewohnt war. Tel Aviv brauchte damals dringend urbanes Leben. Die deutschen Juden brachten es mit. Urbanes Leben, das hieß für Juden aus Berlin und Wien natürlich auch das Kaffeehaus. Sie brachten die mitteleuropäische Variante mit in die Levante. Mit Kuchen und 5 Uhr Tanztee. Und der selbstverständlichen Eleganz sogar am Nachmittag. Was davon geblieben ist? Nicht unbedingt die Eleganz, aber auf alle Fälle das Kaffeehaus. Tel Aviv ohne Kaffeehäuser, unvorstellbar. Man trifft sich zu jeder Tages- und Uhrzeit und am Schabbat sowieso. Um zu sehen. Und natürlich, um gesehen zu werden. Mit die beliebtesten Cafés gibt es, wieder einmal, auf dem Rothschild Boulevard. Dort befindet sich auch ein ziemlich hässliches Gebäude, das allerdings von großer historischer Bedeutung ist. Hier, nicht in Jerusalem, wurde am 14. Mai 1948 der Staat Israel proklamiert. David Ben-Gurion verkündete seinem Volk, dass es nach 2000 Jahren Diaspora und 3 Jahre nach dem Holocaust endlich wieder einen eigenen, unabhängigen Staat hat. Am nächsten Tag griffen 5 arabische Armeen Israel an. Tel Aviv hatte Glück und blieb bis auf einen ägyptischen Fliegerangriff überwiegend verschont. Dieses Glück sollte sich viel später, 1991, wiederholen. Tel Aviv ist eine junge Stadt, eine extrem junge Stadt. Rund 60% ihrer Einwohner sind unter 40. Aus dem ganzen Land strömen junge Menschen nach Tel Aviv. So wie Shalhevet Halivni, der aus einem kleinen Dorf im Süden stammt. Tel Aviv, das ist für sie die große, weite Welt, das Tor zu einem freien, freizügigen Leben. Natürlich wollen junge Menschen feiern. Shalhevet, die selbst leidenschaftlich gerne ausgeht und tanzt, hat aus dieser Leidenschaft einen Beruf gemacht.
Seit Jahren organisiert sie über Facebook Feten in diversen Lokalen der Stadt. Jeder kennt sie und sie kennt jeden. Ihre Partys sind perfekt organisiert und beliebt, das Geschäft läuft gut. In Haifa wird gearbeitet, in Jerusalem gebetet, in Tel Aviv aber da wird gelebt, lautet ein altes Sprichwort. Zunächst gehen die Leute aus, weil sie einfach relaxen und die ganze Woche vergessen wollen. Das Wichtigste ist einfach loszulassen, Spaß zu haben und zu chillen. Dann aber geht es auch darum, Leute zu treffen. Man ruft alle seine Freunde zusammen, um glückliche Momente im Leben zu feiern. Ich helfe den Leuten dabei. Aber auch der Alkohol tut da seinen Dienst. So ist das. Wenn es Nacht wird in Tel Aviv, dann erwacht die Stadt erst so richtig zum Leben. The city that never sleeps. Die Stadt, die niemals schläft. Tel Aviv ist ein kleines New York. Menschen aus der ganzen Welt. Und ein Nachtleben mit Bars, Restaurants und Diskotheken, die jeden Tag voll sind. In Tel Aviv allein zu bleiben, ist nahezu unmöglich. Und schnell zieht man mit einer Gruppe junger Israelis von Lokal zu Lokal bis zum Morgengrauen. It's party time. Shalhevet ist in ihrem Element. Hoch über der Stadt in einer exklusiven Bar schmeißt sie für rund 600 Menschen ein Fest. Durch ihre Vernetzung hilft Shalhevet ihren Kunden schon mal dabei, eine neue Wohnung zu finden oder einen neuen Job oder gar den Partner fürs Leben. Denn das wollen auch die avantgardistischsten Tel Aviver so schnell wie möglich, heiraten und Kinder kriegen. Da ist man dann doch ganz traditionell. Das ist die Stadt, in der man sich entwickeln kann, in der man Arbeit findet. Familien ziehen es vor, in die Vorstädte zu ziehen. Aber wenn man begreift, wie diese Stadt tickt, dann triffst du die richtigen Menschen. Und wenn du Glück hast, auch deine große Liebe. Ich habe das Glück, diese Stadt kosten zu können, solange ich noch Single bin. Tanzen, trinken, Spaß haben. In Tel Aviv ist das Programm. Das ganze Jahr hindurch, sogar mitten im Krieg, sogar wenn Menschen sterben. So war das auch während des Gaza-Krieges im Januar. Freunde aus dem Süden kamen nach Tel Aviv. Sie mussten weg vom Krieg, weg von den Qassam-Raketen. Den ganzen Tag verbrachten sie vor dem Fernseher. Sie wollten ein wenig vergessen und ausgehen. Meiner Meinung nach ist Tel Aviv die heile Seele des Landes, weil die Stadt einfach immer weitermacht. An dem Tag, an dem der Puls von Tel Aviv aufhört zu schlagen, an dem Tag sind wir moralisch gebrochen. Am Ende. Manchmal sieht es fast danach aus, als ob das Herz von Tel Aviv zu schlagen aufhört. Tel Aviv ist Terror- und Selbstmordanschläge seit Staatsgründung zwar gewöhnt, doch vor allem Anfang der 90er Jahre und zwischen 2002 und 2004 gab es mehrere Anschlagswellen, bei denen 115 Menschen getötet und über 800 verletzt wurden, die Tel Aviv und seine Bürger verändert haben. Einer der traumatischsten Anschläge fand 1994 statt, als sich ein palästinensischer Selbstmordattentäter in einem Bus der Linie 5 auf der Dizengoff-Straße in die Luft sprengte. Der Fotograf und Journalist Ziv Koren wurde damals zufällig Zeuge des Anschlags. Es hieß nur Anschlag auf der Dizengoff. Ich wusste nicht genau wo, raste mit meinem Motorrad über rote Ampeln, fuhr quer durch die Stadt. Ich kam zwischen den Bussen hier zum Stehen und dann begriff ich, warum ich hier war. Das war die Hölle. Ich riss meine Kamera hoch und drückte zweimal ab.
Dann ging ich da vorne auf das Dach hoch. Am nächsten Tag waren meine Fotos in allen Zeitungen der Welt abgedruckt. Seitdem habe ich leider rund 50 Terroranschläge fotografiert. Aber kein einziger hat mich so fertig gemacht wie dieser am 19. Oktober 1994. Inzwischen ist Ziv Koren einer der bekanntesten Fotojournalisten der Welt. Von Tel Aviv aus reist er um den Globus, aber vor allem fotografiert er in seinem eigenen Land. Er ist bei jedem Krieg dabei, bei jedem Anschlag immer. Ein Dokumentarist der Gewalt im Nahen Osten. I don't try to influence my viewers. Ich versuche, die Betrachter meiner Fotos nicht zu beeinflussen. Manchmal fotografiere ich Dinge, die völlig gegen meine eigenen politischen Überzeugungen sind. Aber ich muss die Stories hier erzählen, ganz egal, ob ich sie mag oder nicht. So muss man das zeigen. Das ist Demokratie. Das ist die Quintessenz dessen, was es heißt, ein Fotojournalist zu sein. Da, wo sich mein Haus und mein Studio befinden, haben sich im Umkreis von nur 2 Kilometern 10 Terroranschläge ereignet. Dieser Gedanke verlässt mich nicht mehr, vor allem seitdem ich geheiratet und 2 Töchter habe. Es ist wirklich beängstigend, wenn du mitten in dem Wahnsinn bist, auf dem Weg zu einem Terroranschlag, um zu fotografieren, und du fragst dich, wo ist meine Frau Galit? Sind die Mädchen okay? Und dann dieses entsetzliche Gefühl, hoffentlich nur ja niemanden in einem Leichensack vor Ort zu finden, den man vielleicht persönlich kennt. Die Terroranschläge haben das offene Tel Aviv verändert. Sie waren wie ein Schlag ins Gesicht der Stadt. Ziv Koren auf dem Weg ins Westjordanland. Fotojournalismus als politisches Engagement, als Ausdruck der Demokratie. Tel Aviv ist fern von politischen und religiösen Ideologien. Tel Aviv ist die heile Seele eines kranken Landes. Der Strand von Tel Aviv. Der große Gleichmacher. Hier sitzen schön neben hässlich, reich neben arm und alle haben sie ihren Spaß. Kaum zu glauben, dass einst Tel Aviv mit dem Rücken zum Meer gebaut war. Das Meer war für die Städteljuden aus Russland eine Bedrohung. Das ist längst vorbei. Die Menschen drängen an den Strand, auch und gerade an den jüdischen Feiertagen. Tel Aviv is the city that we built anew. Tel Aviv ist eine Stadt, die neu erbaut wurde. Alle Aspekte einer Erneuerung des jüdischen Lebens fanden hier statt. Wenn israelisches Leben sich von jüdischem Leben unterscheidet, und das tut es, dann repräsentiert Tel Aviv diesen Unterschied. So Tel Aviv represents this difference. Hier war von Anfang an möglich, was nirgendwo sonst im Land möglich war. Entweder ließen es der Glaube oder die sozialistisch geprägte Ideologie des frühen Zionismus nicht zu. Tel Aviv aber tat, was es wollte und hatte stets einen Sinn für so profane Dinge wie Mode, einer überaus knappen Mode. Nirgendwo zeigt man in Israel mehr Haut als in Tel Aviv. Hier verlangen die Menschen ständig Neues. Wenn ich nur meine Branche nehme, immer ist da das Verlangen nach dem letzten Schrei. Es gibt Trends, die in der ganzen Welt ein paar Saisons halten. Aber hier in Israel sind sie schon innerhalb von nur 3 Monaten wieder out. Also werden mehr als nur 2 Kollektionen im Jahr produziert. Und weil es in Tel Aviv höchstens mal im Winter kurz regnet, kann man den Catwalk ohne Probleme auf die Straße verlegen, wie hier in der Dizengoff. Designerin Liron
gerade mal 28 Jahre alt, weiß, wie sie sich und ihr Label zu verkaufen hat. Liron, ein Mädchen vom Lande, kam nach Tel Aviv und wusste von Anfang an, dass sie Modedesignerin werden wollte. Sie besuchte keine Schule, sondern lernte das Metier von der Pike auf. Bis heute hilft sie den Leuten in der Fabrik beim Zuschneiden. Sie will alles ganz perfekt haben. Es gibt nur einen kleinen Markt, aber wahnsinnig viele Talente. Es ist toll, dass man uns immer wieder von allen Seiten Mut macht. Aber die Presse, die Medien, das Fernsehen, die Schauspieler, alles ist hier so klein und es gibt einfach nicht genug Bühnen, die man betreten kann. Es gibt ja diesen berühmten Satz, wenn du es hier schaffst, schaffst du es überall. Und schaffen will es Liron auf alle Fälle. Sie war längere Zeit in Berlin und liebt die Stadt, hat sich dort inspirieren lassen von jungen, avantgardistischen Modemachern. Sie beneidet ihre Kollegen in der deutschen Hauptstadt, denn deren Klientel ist nicht so ungeduldig und hektisch und unzufrieden wie die jungen Israelis. Hier lebt jeder nur für den Moment. Keiner denkt darüber nach, was in 20, 30 Jahren sein wird. Wir sagen, was heute geschieht, ist nur zu unserem Besten. Und was morgen sein wird, damit beschäftigen wir uns morgen. Und warum? Weil wir ein Land im Krieg sind. Wir leben wirklich nur für den Augenblick. Wir wissen nicht, was morgen oder in 2 Wochen sein wird. Direkt vor dem Tel Aviver Rathaus befindet sich der größte Platz der Stadt. Früher hieß er Kikar Malchei Israel, Platz der Könige Israels. Heute heißt er Kikar Rabin, Rabinplatz. The strongest manifestations. Die größten Demonstrationen, die sich mit dem israelisch-arabischen Konflikt auseinandergesetzt haben, fanden in Tel Aviv statt. Als der Libanon-Krieg 1982 seinen Höhepunkt mit Sabra und Shatila erreichte, demonstrierten 400.000 Menschen. Das war ein Sechstel der Bevölkerung. Die sagten, genug ist genug. Setzt Verteidigungsminister Sharon ab. Sowas ist nur in Tel Aviv möglich. In den Flüchtlingslagern Sabra und Shatila hatten damals christliche Milizen ein Massaker unter den Palästinensern angerichtet. Die israelische Armee hatte sie gewähren lassen. Auf Druck der Bevölkerung musste Verteidigungsminister Sharon damals abdanken. Hier auf diesem Platz, mitten im liberalen Tel Aviv, verleihen alle Israelis ihrer Meinung kollektiven Ausdruck. Sogar ultraorthodoxe und Siedler, wie hier bei einer Demonstration gegen den Abzug aus Gaza im Jahr 2005. Only in Tel Aviv. The energies are concentrated. Nur in Tel Aviv sind alle Energien so konzentriert. Und es ist kein Zufall, dass sich ausgerechnet in Tel Aviv die größte Katastrophe, die Ermordung von Yitzhak Rabin, ereignete. 4. November 1995. Auf dem Platz der Könige Israels findet die größte Friedensdemonstration in der Geschichte des jüdischen Staates statt. 2 Jahre zuvor hatte Ministerpräsident Yitzhak Rabin dem Erzfeind Palästinenserführer Yasser Arafat die Hand gereicht und den Friedensvertrag von Oslo geschlossen. Eine neue Ära lag in der Luft, nach Jahrzehnten des Krieges endlich Frieden. Doch ein rechtsnationaler orthodoxer Jude wollte keinen Frieden mit den Palästinensern und erschoss Rabin, als er die Veranstaltung verließ. Auf dem Platz, der von nun an Rabinplatz heißen sollte, kamen wochenlang geschockte, entsetzte, verzweifelte Israelis zusammen, um gemeinsam zu trauern. Ja.
Heute erinnert nur noch ein Denkmal an das Attentat. Es befindet sich genau an der Stelle, wo Rabin niedergeschossen wurde. Das Leben geht weiter. Zum Beispiel direkt gegenüber vom Rabinplatz in einem französischen Bistro. Da frühstückt jeden Morgen Eldar Farber. Seit ich denken kann, eigentlich seit dieser Staat gegründet wurde, hat es das immer gegeben. Gewaltakte, Kriege, Väter, die in den Krieg ziehen müssen. Du selbst musst zur Armee, deine Brüder, deine Kinder, jeder. Das ist so tief in unserer Kultur verankert, dass uns nichts mehr wirklich überrascht. Schreckliche Dinge können gleich jetzt hier um die Ecke geschehen. Und der Preis, den man zahlen muss, um das auszuhalten, ist, dass man teilweise emotional taub wird gegenüber solchen Dingen. Wir alle haben das. Ein Teil des Herzens ist einfach taub. Eldar ist Maler, ein sehr erfolgreicher. Zwei Themen beherrschen ihn, die Stadt Tel Aviv und die Natur, vor allem Wälder. In Tel Aviv gibt es einen kleinen Stadtpark, den Yarkon Park. Er ist so etwas wie die grüne Lunge der total versmogten Metropole. Hier arbeitet Eldar regelmäßig. Das ist etwas, was ich so gut kenne, wie das Licht auf einen Eukalyptusbaum fällt. Für mich ist es so leicht, israelische Landschaften zu malen, weil ich mit ihnen von Kindesbeinen an so vertraut bin. Wenn ich im Ausland bin, dann brauche ich immer eine Weile, bis ich meine Farbpalette zusammenstelle. Ich muss das Licht begreifen und die Farben, die stets ein wenig eigenartig für mich sind. Dieses Gemälde heißt Wald 2 Berlin. Eldar hat monatelang diesen Wald in der Nähe des Konzentrationslagers Sachsenhausen gemalt. In der Galerie, die seine Bilder in Tel Aviv ausstellt, erklärt Eldar, der an der Kunstakademie lehrt, seinen Schülern, was für ihn den Unterschied zwischen einem israelischen und einem deutschen Wald ausmacht. Er spricht dabei über Farbgebung und Pinseltechnik. Aber es gibt da noch etwas anderes. Als ich diesen Wald sah, hatte ich das Gefühl, als sehe ich zum ersten Mal Wälder. In Deutschland in so einen Wald hineinzugehen und hunderte Kilometer später in Polen erst aus diesem Wald wieder herauszukommen, also diese Dimension war mir absolut nicht vertraut. Als ich nach Deutschland, als ich in das ehemalige KZ ging, wollte ich etwas verstehen und dachte, wenn ich den Ort sehe, dann würde ich vielleicht verstehen, warum das geschah. Ich hoffte, ich würde diese Last loswerden und vielleicht ein einziges Gramm leichter heimkommen. Aber natürlich begriff ich dann, dass das naiv war. Ich trage die Last der Shoah ja nicht auf meinen Schultern, wie etwas Fremdes, sondern in mir. Als Teil der zweiten Generation, als Kind von Überlebenden, trage ich die Geschichte in jeder Zelle meines Körpers. Als ich in Polen war und die Vernichtungslager sah, vor allem Auschwitz, da war ich auf einmal unglaublich stolz, dass es den Staat Israel gibt, dass es Tel Aviv gibt. Ein Wunder ist geschehen. Dieses Wunder versucht Eldar auf seinen Bildern festzuhalten. Vor allem die eigenartige Schönheit von Tel Aviv. Sometimes it's very hard for me to say why. Manchmal ist es wahnsinnig schwer für mich zu erklären, warum ich ein bestimmtes Motiv der Stadt male und nicht ein anderes. Aber was ich mag, ist, dass die Bilder völlig frei sind von politischen und sozioökonomischen Fragen. Es geht nur um Schönheit und Licht und Luft an Plätzen, die ich aus irgendwelchen Gründen mag. Tel Aviv 1991.
Während des Golfkriegs greift der irakische Diktator Saddam Hussein Nacht für Nacht Tel Aviv mit Scud-Raketen an. In der Stadt herrscht Ausnahmezustand. Man fürchtet, die Raketenköpfe könnten Gas enthalten. Die Menschen sitzen daher nach Einbruch der Dunkelheit daheim mit ihren Gasmasken. Auch wenn die 39 Raketen, die Tel Aviv treffen, wie durch ein Wunder nur geringen Schaden verursachen, die Menschen von Tel Aviv haben zum ersten Mal das Gefühl, es könnte jederzeit hier ein zweiter Holocaust stattfinden. Heute ist diese Angst präsenter denn je. Der Iran will atomar aufrüsten, droht mit der Vernichtung des jüdischen Staates. Eine Atombombe auf Tel Aviv, ist das wirklich real? One shouldn't belittle the danger. Man sollte diese Gefahr nicht kleinreden. Der Hass ist sehr ernst. Die Gefahr ist sehr groß. Niemand sollte die Bedrohung durch eine Atombombe schönreden. Es ist eine ernsthafte Bedrohung. Und die Gefahr, dass wir alle wieder zu wandernden Juden werden müssen, ist groß. Aber ich weise jede Form von Katastrophenalarm zurück. Warum? Wenn ich ernsthaft daran glauben würde, dass Tel Aviv vom Erdboden verschwinden würde, dann muss man so ehrlich sein zu sagen, dass dann auch Teheran nicht mehr existieren, dass auch Damaskus nicht mehr existieren wird. Und jeder weiß, das wäre der Preis. Doch nicht nur eine Atombombe könnte Tel Aviv in Zukunft bedrohen. Schon jetzt sind die Feinde Israels mit biologischen und chemischen Waffen ausgerüstet. Und so sind diese Übungen für den Ernstfall ein ganz normaler Bestandteil des Tel Aviver Alltags. Doch jenseits aller Gefahren, Tel Aviv blüht und gedeiht. Und baut und baut und baut. Wolkenkratzer entstehen überall, Neues neben Alten. Und dabei wird auch schon mal gnadenlos ein Stück Stadtgeschichte vernichtet. Wann wird die Stadt jemals ihr endgültiges Gesicht erhalten? Endgültig? Nichts ist endgültig in Tel Aviv. Das ist die Schönheit von Tel Aviv. Alles ist ohne Konzept und niemals endgültig. Tel Aviv, der Frühlingshügel. Die Stadt, die auf Sand gebaut wurde, ist immer in Bewegung und stellt sich nicht die Frage, ob sie in weiteren 100 Jahren noch existieren wird. Sie wird. Und auch in 100 Jahren wird sie wohl die Stadt sein, in der die Menschen leben und feiern und einfach nur Spaß haben wollen. Das Tor hinein nach Israel und zugleich das Tor zur Welt.